Nehmen Sie sich Zeit beim Suchen und Recherchieren und durchstöbern Sie unsere ganzheitsmedizinische Datenbank mit der integrierten KI-Sana auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen Urologe hier, der sich mit der Männergesundheit auseinandersetzt, und wir dürfen endlich mal ein paar Tabuthemen aufbrechen und einfach uns Männern mal zeigen, wo es Probleme geben kann und wie die Lösungen dazu aussehen. Ich mache jetzt gerade die vierte Sendung mit meinem Experte hier. Die erste war über mangelndes Stehvermögen, dann haben wir über Hormonschwankungen geredet, Testosteron und so weiter. Prostatakrebs haben wir diskutiert, Impotenz haben wir diskutiert. Alle diese Sendungen führen wir zu dieser Sendung unten auf YouTube auf, sodass Sie Ihre eigenen Probleme entsprechend kurz anklicken können und mal hören, was unser Experte zu sagen hat. Heute haben wir ein weiteres Thema auf der Liste, nämlich wir möchten über sexuell übertragbare Erkrankungen oder Krankheiten oder Infektionen reden, inwiefern da der Mann tangiert wird, von der Frau auf den Mann oder der Mann auf die Frau. Welche Krankheiten sind da im Fokus? Woher können wir die überhaupt kriegen? Zum Beispiel Syphilis ist so ein Thema. Keine Ahnung, was es ist. Aber heute lernen wir es und hoffentlich werden wir daraus viel, viel schlauer werden. Nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen. Er ist aus Bad Wörishofen angereist, nämlich Dr. Med. Michael Blessing. Ganz herzlich willkommen, lieber Michael. Hallo Alexander, vielen Dank für die Einladung. Super, gerne. Danke für die Ehre und die Geschenke, die du uns machst. Das sind ja wirklich Wissensschätze. Und auch dieses Tabuthema Syphilis und das andere kann ich nicht aussprechen, Gonorrhoe, stimmt's? Das ist der Tripper. Der Tripper. Volksmund der Tripper. Also sag mal, wie kommen wir zu solchen Erkrankungen? Wie lässt es der Mann auf? Oder kriegen wir es einfach von der Frau? Oder wer ist der Wirt? Beide. Beide? Ja, also letztendlich sind diese sexuell übertragbaren Erkrankungen und diese zwei, die du jetzt genannt hast, sind in meinen Augen gar nicht die hauptproblematischen. Wir werden uns nachher noch über die meines Erachtens viel kritischeren Erkrankungen unterhalten. Denn wenn sich jemand von uns diese zwei Bakterien einfängt, dann ist das in der Regel immer mit massiven Beschwerden und Symptomen akut verbunden. Das heißt, wenn ich die Syphilis bekomme durch ungeschützten Geschlechtsverkehr zum Beispiel oder die Gonorrhoe, den Tripper, dann habe ich durch diese Bakterien sofort Symptome, die massiv sind. Also beim Tripper, bei der Gonorrhoe zum Beispiel, kommt der pure Eiter aus meiner Harnröhre. Ja? Also das merkt jeder. Ja. Und das ist übelriechend, das kann sehr stark brennen beim Wasserlassen. Also das ist ein richtiges Krankheitsbild und der Mann fühlt sich dann auch richtig krank und geht natürlich selbstredend sofort zum Arzt. Ja. Und wie ist die Syphilis? Wie bei der Syphilis ist es genauso. Da schwellen teilweise die Lymphknoten in den Leisten an, schmerzhaft. Es kann zum Ausfluss kommen. Und da ist es besonders wichtig, dass man wirklich gleich zum Arzt geht. Denn es gibt ja auch die sogenannte Spätsyphilis. Das haben wir heute fast nicht mehr, Gott sei Dank, als Krankheitsbild. Diese Bakterien können sich im Körper unbehandelt festsetzen und dann bis ins Gehirn Schädigungen später machen und solche Dinge, Jahrzehnte später Nervenschädigungen, diese ganzen Dinge. Das sieht man heute, Gott sei Dank, eigentlich fast nicht mehr. Also ich höre auch von diesen Erkrankungen fast gar nie mehr, wer ist was. Aber du sagst, ungeschützter Sexualverkehr, das heißt ja, dann kriege ich es von der Frau. Aber woher kriegt es denn die Frau? Woher hat denn sie es? Oder umgekehrt, wenn die Frau es nicht hat und der Mann es hat, woher hat es denn der Mann? Diese Bakterien sind in uns Menschen, also es hat sich irgendwann, was weiß ich, vor vielen Jahrhunderten, Tausenden von Jahren wahrscheinlich, dieses Bakterium bei einem eingenistet, so kann man sich's vorstellen, und so wurde es dann in der Menschheit immer wieder übertragen. Ja. Also wir, haben, wir sind Träger. Ja. Es kann einfach plötzlich das Milieu so verändern, dass es halt zum Ausbruch kommt, wie Epstein-Barr-Virus und. Nein, so nicht. Ja, also das Virus, das Bakterium, das sind ja keine Viren, das sistiert nur bei Unbehandelten dann im Körper.
Ja, also wenn du jetzt diesen Tripper hast oder die Syphilis hast und du hältst diese Schmerzen sozusagen aus, gehst nicht zum Arzt, dann überleben diese Bakterien in unserem Körper. Und dann übertrage ich sie ja beim nächsten Geschlechtspartner wieder. Ja. Mhm. Wenn ich die behandle, und deswegen sind diese Erkrankungen über viele Jahrzehnte praktisch nicht mehr vorhanden gewesen, wenn ich diese sehr gut mit Antibiotika, mit Penicillin behandelbaren Erkrankungen wegbekomme, die Bakterien abtöte, dann kann sie sich auch nicht mehr vermehren oder bleibt im Körper bestehen. Mhm. Ja. Also deswegen sind diese zwei zwar bei uns im Volksmund immer noch irgendwie so als Geschlechtskrankheiten immanenten Erkrankungsbilder und Bakterien eigentlich nicht mehr das große Problem. Dann gehen wir wahrscheinlich in die HIV rein, oder? Das ist ein Virus. Mhm. Da möchte ich eigentlich auch nicht ganz so viel dazu sagen, weil letztendlich ist das eigentlich alles auch recht gut bekannt. Ja. Was mir ein ganz großes Anliegen ist, sind die sogenannten Chlamydien, Mykoplasmen, Ureaplasmen. Hast du davon schon mal was gehört? Ja, Chlamydien schon, aber mehr im Darm. Ja, und diese ganzen Bakterien, die gehören auch in eine Gruppe, die werden durch ungeschützten Verkehr übertragen. Und in Deutschland haben wir mittlerweile bis zu 60% aller jungen Erwachsenen, die diese Keime in sich tragen. Chlamydien und wie heißen die anderen? Mykoplasmen. Ja. Da gibt es dann verschiedene Unterformen. Die können auch manchmal am Auge etwas machen. Die können an der Lunge etwas machen, je nachdem, was für Formen das sind. Und sie können eben, und das ist das Blöde, sie können bei uns Menschen zur Unfruchtbarkeit führen. Ja, toll. Und die können über Jahrzehnte in unserem Körper, im Genitaltrakt schlummern, haben keine Symptome, aber das Symptom Unfruchtbarkeit ist eben auch ein Symptom. Ja. Und dann machen wir Mordsbehandlungen und wenn man dann vergisst, nach diesen Keimen zu suchen, dann mache ich künstliche Befruchtung und wenn ich vielleicht ein einziges Antibiotikum gegeben habe, dann wäre die Frau oder der Mann vielleicht wieder fruchtbar. Ach nein, oh, so viel Aufwand. Habe ich alles schon in der Praxis erlebt. Ja, aber wo hängen denn diese Chlamydien und Mykoplasmen? Wo muss man sich das vorstellen? Prostata. In der Prostata. Samenblasen, Hoden. Und wie untersuchst du das? Diese, den Urin oder den Samen? Da muss man ein bisschen wissen, wie man es macht. Früher hat man, manchmal gibt es auch Ausfluss bei diesen Erkrankungen. Dann kann man diesen Ausfluss auffangen mit einem speziellen Tupfer und das dann ins Labor schicken. Ich bin kein Freund von Harnröhrenabstrichen, vor allem beim Mann. Aber auch bei der Frau ist es extrem schmerzhaft und unangenehm. Ich empfinde das als Körperverletzung, die nicht gestattet ist. Mhm. Wir können es anders machen. Man muss das Problem dieser Bakterien kennen. Die lassen sich ganz schlecht anzüchten, so wie wir andere Bakterien hervorragend im Labor anzüchten können. Wir müssen bei diesen Bakterien die DNA nachweisen. Und das im Urin kann ich das, da muss ich das morgens, der erste Harnstrahl, den der Mann, die Frau auf der Toilette, sie stehen auf, gehen auf Toilette und da brauche ich den ersten Harnstrahl, weil diese Bakterien in der Nacht in Ruhe dann beginnen rauszukommen und dann pinkelt man die mit dem ersten Harnstrahl raus. Und dann wird ein PCR-Test gemacht. Ja. Da weise ich dann... Da macht dieser Test mal Sinn, ja? Das ist schön, dass du das sagst. Ich wusste jetzt nicht, ob ich das sagen darf. Ja. Daher kenne ich als Urologe diesen PCR-Test und war dann irgendwie etwas konsterniert, als was da alles so abging. Ich habe eine, da macht der Sinn, weil ich die DNA dieses Bakteriums nachweisen muss, weil ich es nicht anzüchten kann. Die sind extrem empfindlich. Sobald die an Luft kommen, sind die eigentlich kaputt. Mhm. Und deswegen sind die da drin in den männlichen und weiblichen Adnexen, also Eierstöcke, Ovarien und bei uns Männern eben Nebenhoden und Prostata, Samenblasen, da fühlen die sich wohl. Und aber das sagen wir eigentlich, das ist eine Harnwegsinfektion oder ist das wieder etwas anderes? Das ist dann schon was anderes, weil die Harnwegsinfektion, die macht hier, da sitzen ja die Bakterien bei uns Männern zwar auch dann in der
Prostata. Wenn sie da aber sind, ist es eine Prostataentzündung, eine Prostatitis. Die Harnwegsinfektion als solche sitzt in der Blase. Ja? Da ist die Blasenentzündung. Aha. Und dann pinkle ich diesen entzündeten Urin durch die Harnröhre und es tut mir dann höllisch weh. Und ich spüre dann vor allem den Schmerz, den es in der Blase auslöst, bei mir als Mann vorne in der Harnröhre. Mhm. Weil die Harnröhre hat keine Nerven. Deswegen kann ich da eigentlich nichts spüren. Das, was wir in der Harnröhre spüren, ist der Schmerz, der hinten entsteht in der Blase. Ja. Und dann heißt eher Prostatitis. Bei uns Männern, wenn die Prostata mit betroffen ist, das geht dann aber ja noch, also das ist ja nicht mehr nur Brennen beim Wasserlassen, das ist Fieber bis zu Schüttelfrost. Da geht's, also das ist richtig gefährlich. Vor allem, wenn die Männer dann denken, das geht von alleine wieder weg und dann kommen sie erst 3-4 Tage oder eine Woche später, da sind sie dann manchmal auch schon kurz vor der Blutvergiftung. Ja. Weil also Prostataentzündung ist heftig. Die vergisst man sein Leben lang nicht. Das wünsche ich niemandem. Ja, aber das ist dann diese klassischen, durch unsere in der Regel eigenen Keime, Darmkeime verursachten Entzündungen des Harntrakts. Das ist ja etwas, was wir uns durch ungeschützten Geschlechtsverkehr bei der Partnerin, beim Partner geholt haben. Ja? Harnwegsinfektion? Nein, die Harnwegsinfektion. Die Chlamydien, genau. Und die Myoplasten. Mykoplasmen. Mykoplasten. Oder Ureaplasma, Urealyticum, so heißt es richtig, das Ding. Ja? Das sind sexuell übertragbare Krankheitserreger. Aber nochmals, wenn ich mir das jetzt einhole von meiner Frau oder umgekehrt, ja. Woher hat sie es denn oder ich denn? Das kann sein durch einen Geschlechtskontakt vor 20 Jahren. Das ist das Gefährliche an diesen Erregern. Aber woher hat es denn die Person vor 20 Jahren? Von einem anderen. Ach, ja. Das ist wirklich das immer ist, übertragbar? Das wird immer übertragen. Ja. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie durch Schwimmbad oder Hygiene... Also da bin ich zu wenig Hygieniker. Ja, ich meine, die Chlamydien könnten auch durch sowas wie Schwimmbad oder öffentliche Geschichten übertragen werden. Dann sind es aber oft diese Entzündungen am Auge. Mhm. Ja. Im Genitalbereich ist es nach meinem Wissen schlicht und ergreifend einfach der Geschlechtskontakt, der ungeschützte. Und da wir mittlerweile ja fast 60% unserer jungen Generation mit dem Rumlaufen haben. Jetzt, ja? Schon. Jetzt schon. Und die wissen es nicht und geben es immer weiter und weiter. Ja. Natürlich spielt da das Verhalten, ja. Wir haben eine hohe Promiskuität in dieser jungen Generation. Ja. Bevor die einen festen Partner oder feste Partnerin haben, haben sie eben schon sehr, sehr viel mehr Kontakte gehabt, wie jetzt unsere Generation zum Beispiel. Aber sie merken es nicht, außer in Bezug auf die Wirkung Unfruchtbarkeit. Zum Beispiel, es kann schon sein, also wenn es eine akute Infektion ist, die relativ heftig abläuft, dann merken die das auch mit einem leichten Ausfluss, mit Brennen beim Wasserlassen. Und das Problem ist, dass das leider oft auch dann nicht erkannt wird. Und die klassischen Antibiotika, die ich jetzt bei einer Blasenentzündung gebe, was ja auch Brennen beim Wasserlassen macht, die wirken nicht bei den Chlamydien zum Beispiel. Ich muss bei den Chlamydien ein Medikament geben, ein Antibiotikum geben, das ich normalerweise bei einer Lungenentzündung gebe. Das gebe ich als Urologe nicht. Ja. Ja. Dann muss ich es noch in einer Dosierung geben, die eigentlich gar nicht zugelassen ist. Ja, das muss dann immer der Patient noch aufgeklärt werden. Wir machen hier jetzt eine Therapie, die mit einer hohen prozentigen Sicherheit deinen Keim kaputt macht, aber eigentlich ist es nicht zugelassen in dieser hohen Dosis. Ja, es ist etwas verrückt, aber so ist es eben. Ja, und ich habe noch nie irgendwelche Probleme gehabt, dass die Leute Nebenwirkungen gehabt hätten. Aber jetzt nochmals, jetzt fassen wir nochmals zusammen. 60% der jungen Leute tragen diese Infektion in sich drin, die sexuell übertragbar ist. Das heißt, wir sind alle Wirte und geben eine Krankheit weiter, nämlich Bakterien, die letztendlich bei meinem Partner oder auch bei mir zu Unfruchtbarkeiten führen, zu Ausfluss, zu Brennen. Genau. Und es ist nirgends auf dem Schirm. Ich höre das nie. Ich habe es noch nie gehört. Okay. Wir reden ja heute extra über Tabuthema. Es ist nicht umsonst, denn man redet nichts.
Also grundsätzlich ist es so, dass diese Keime und das, also vor allem die Chlamydien, wir sagen, die Chlamydien sind ein sogenannter Leitkeim für alle diese Erkrankungserreger. Ja. Und diese Untersuchung wird in der Regel grundsätzlich bei einer Frau, die schwanger werden möchte oder schwanger ist, durchgeführt. Also das ist zumindest einmal so gefordert. Mhm. Ja. Bei der Frau? Bei der Frau. Bei uns Männern geht es mal wieder gar nichts. Ja. Da sind wir und, ja selber und der schuld. Frau wird alles gemacht und dabei ist der Mann schon eigener Verantwortlich. Also zumindest einmal für sich. Ja, weil ja. Ich meine, das Saatgut, sage ich jetzt mal so, leidet ja auch darunter, oder wenn es belastet ist. Also Richtig. Wenn er ja nicht die richtige Saat bringt, dann kann auch nichts wachsen, oder? Das ist richtig. Dann hat der Mann die Infektion. Es kann auch die Frau die Infektion haben. Und das kann zu einer Eileiterschwangerschaft führen, wenn es zu einer Schwangerschaft führt, oder es führt zu einer Unfruchtbarkeit, dass die Schwangerschaft eben nicht stattfinden kann, ja, die Befruchtung. Und deswegen ist auch, das sage ich eigentlich immer, auch zu jungen Leuten, wenn ihr eine Partnerin habt, eine neue, bevor ihr ungeschützt Verkehr habt, geht zu eurem Urologen, geht zu eurer Frauenärztin und sagt, ich möchte mich untersuchen lassen auf Chlamydien. Ja. Wir müssen diese 60% wegbringen. Ja, ist ja nur fair. Das ist katastrophal. Ein Super-GAU. Und das ist ja auch wirklich, es ist einfachst zu machen. Man kann es bei der Frau über den Abstrich machen. Man kann es bei uns Männern entweder übers Ejakulat machen. Ich kann es über den Erststrahlurin machen. Und dann kriege ich da ein Ergebnis. Und die Behandlung, das musst du dir dann auch vorstellen, ja, das ist einmal 2 Tabletten Antibiotikum und das war's. Und dann hast du in 80-90% der Fälle Ruhe. Also es ist wirklich, und da machen ja dann auch Antibiotika richtig Sinn. Ja? Mhm. Wir haben jetzt mittlerweile bei den Chlamydien auch das Problem, dass die zunehmend resistent werden auf dieses Azithromycin. Ja, super, großartig, logisch. Aber es gibt hier auch sehr gute, wirklich gute schulmedizinische Empfehlungen, wie man das machen kann. Das kann man schön nach einem Schema abarbeiten. Wenn das nicht wirkt, dann nehmen wir ein anderes Antibiotikum. Die sind wirklich erprobt, die sind gut verträglich. Und für so einen Fall finde ich das ganz arg wichtig, dass man das macht. Und eigentlich sollten wir da mal wirklich eine Reihenuntersuchung bundesweit machen. Oder auch in der Schweiz wird es auch nicht arg viel anders sein. Ja? Dass man einfach hergeht und sagt, junge Leute, ja, ich meine, ich finde es ja schon erschreckend, ja, dass man dann einen One-Night-Stand hat und sich nicht schützt. Dass ich denke, Leute, so viel Verstand müsst ihr doch noch irgendwie mitbringen. Ja, ja, da gehst du nach Hause und da gibst du es gleich wieder weiter. Ja. Großartig. Und das sind so diese Dinge, wo ich sage, es ist eigentlich schade, weil wir natürlich gerade, wenn die Dinger unfruchtbar machen, das ist ja ein Drama. Ja. Können wir mal eine Hypothese aufstellen? Man hört ja statistisch immer mehr von Unfruchtbarkeiten. Mhm. Man sagt jetzt auch gerade jetzt, aufgrund von gentechnischen oder genmanipulierten Notfallbehandlungen, die wir erleiden mussten, dass die Unfruchtbarkeit gesunken sei, heißt das immer wieder in gewissen Kreisen. Statistisch sieht man ja, es geht alles massiv runter. Aber es könnte durchaus sein, dass das Milieu bei sehr vielen Menschen jetzt so mit Chlamydien versehen ist und richtig läuft, dass diese Unfruchtbarkeit auch von daher käme. Also man muss es mit, das finde ich einen sehr guten Ansatz. Ich habe mich damit noch nie so befasst, weil die Zunahme der Unfruchtbarkeit, die ist ja schon lange vor 2020 ein Thema bei uns in den Fachkreisen. Wir stellen das schon seit vielen Jahren fest, dass statistisch die junge Generation eine geringere Fruchtbarkeit zu haben scheint wie unsere Generation oder Generationen vor uns. Und es ist nach meinem Wissen immer noch nicht gesichert, woher das kommt. Aber das wäre mit Sicherheit ein Ansatz, da mal genauer hinzuschauen. Das Milieu der Menschen ist jetzt nicht unbedingt besser geworden, sei es über die Ernährung, sei es über Elektrosmog, sei es jetzt über diese
über diesen Ziegelstein, den man in ein volles Fass noch zusätzlich reingeschmissen hat in den letzten 3 Jahren aufgrund von Notfallmaßnahmen. Ja. Jetzt kann er durchaus so sein, dass das Milieu so anders ist, dass etwas anderes Überhang kriegt. Und das ist eine These, wo mir jetzt so in den Sinn kommt, wo ich sagen muss, das könnte echt ein bisschen Antibiotikum und die Sache könnte wieder geritzt sein. He? Ja, also zumindest einmal unabhängig davon, ob jetzt deine These, sagen wir mal, sich belegen lässt oder nicht. Aber mir reicht im Grunde genommen die Erkenntnis, dass wir 60% der jungen Generation haben, die diese Bakterien in sich tragen. Mhm. Und das muss behandelt werden. Ja, und das kriegen wir nicht mit der Impfung oder sonst was hin. Und wir kriegen es ja auch offensichtlich nicht mit einem funktionierenden Immunsystem hin. Wir kriegen mit dem Immunsystem, und das ist jetzt die Parallele zur EBV, was du vorher gesagt hast, oder vielleicht zur Borreliose, unser Immunsystem kann diese Krankheitserreger nicht beseitigen. Es kann sie lediglich in Schach halten. Ja. So, und jetzt kommt irgendetwas, eine andere Infektion, Stress. Eine Grippe. Und schon blüht das Ding auf. Und das ist das sehen wir auch bei den Chlamydien immer wieder, dass die Leute dann gar nichts haben und plötzlich sagen sie irgendwie, habe ich Ausfluss und ich habe überhaupt nichts gehabt. Ich hatte jetzt keinen anderen Geschlechtspartner. Das glaube ich den Leuten dann auch. Also wenn man bei mir dann die Unwahrheit sagt, dann passt es einfach nicht. Und das ist dann für mich schon völlig in Ordnung und ich finde das glaubwürdig. Und du guckst dann aber trotzdem nach und findest dann die Keime, dann weißt du ja, okay, die müssen irgendwann vor 10, vor 20 Jahren, wo man das letzte Mal vielleicht mit einer anderen Partnerin Verkehr hatte, da gewesen sein. Und solange sind die unter dem Schirm des Immunsystems und irgendwann kommen sie wieder zum Vorschein. Mhm. Aber wir können sie auf jeden Fall immer behandeln, auch wenn sie nicht zum Vorschein gekommen sind. Wenn wir sie nachgewiesen haben, dann müssen sie behandelt werden, die Partnerin mit. Und das gehört auch für mich als Bewusstsein in die junge Bevölkerung rein, dass man einfach, wenn man einen neuen Partner hat, hergeht und sagt, hey, lass dich doch mal bitte auch auf Chlamydien testen. Ich mache das auch, nicht nur auf HIV oder sonstige andere schwerwiegende Infektionen. Und wenn es schon zu spät ist, aber die Familienplanung ansteht, dann wäre das natürlich auch da noch ein Punkt, noch spätestens hinzuschauen. Das gehört für mich definitiv zum Screening. Ja, also wenn jemand Familie gründet und sagt, ich möchte Kinder zeugen und es klappt nicht, also das ist bei mir Standard, dass ich da sage, wir gucken die Chlamydien an. Ja. Und gerade bei solchen Dingen gucke ich dann eben nicht nur diesen Leitkeim an, sondern dann mache ich eben einen großen PCR-Test, wo eben auch die Ureaplasmen, die Mykoplasmen angeguckt werden, weil da will ich sicher sein. Und ich habe immer wieder Fälle, wo dann die Chlamydien alles negativ ist und die Ureaplasmen positiv. Ja. Jetzt kann man eigentlich sagen, die ganze HIV-Kampagnen waren in dem Sinn ja auch gut für das Eindämmen dieser Erkrankung. Nur 60% zeigt mir nichts von Eindämmung. Und deswegen hat meines Erachtens auch die HIV-Kampagne leider nicht gefruchtet bei der jungen Generation. Und du musst auch mal sehen, wann die gemacht wurde. Ja? Wir haben in den 80er Jahren diese ganze Geschichte kam ins Rollen. Ja? Die Menschen mit ihren Symptomen sind in die Kliniken gegangen. Man hat das Virus entdeckt und hat dann gesagt, okay, jetzt machen wir die Kampagne. Ja, und in den 80ern waren du und ich in dem Alter, wo man doch eher einen wechselnden Geschlechtspartner hatte. Und da mag das noch gefruchtet haben. Aber jetzt, die jetzige Generation, wenn die sich wirklich so verhalten würden, dass man grundsätzlich geschützten Verkehr hat, dann würde es nicht zu dieser massiven Durchseuchung gekommen sein. Das geht nicht. Das ist epidemiologisch nicht möglich. Und aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass die junge Generation das überhaupt viel zu lax angeht. Tja, ja. Also ich meine, es fällt hier die Aufklärung. Die Eltern können nichts sagen, weil sie nichts wissen. In der Schule wird es nicht unterrichtet. Ja. Es kommt die ganze Frühsexualisierung als Thema, wo man eigentlich nur noch übel und schlecht wird, wenn ich das höre. Aber die wirklich richtigen Dinge des Lebens kommen da wieder nicht zur Sprache. Und das ist das Problem. Es fällt die Aufklärung. Ja.
Ich bin da schon ein bisschen sprachlos, aber es ist auch so relativ restriktiv, was da von Seiten der Schule kommt. Ja, ich hatte das ja mal bei mir versucht im Umfeld, dass ich mich angeboten habe, im Sexualkundeunterricht ein bisschen was mitzumachen. Ja. Das wollte niemand. Mhm. Ja. Das irgendwie waren die alle in Sorge, ich würde ihnen etwas, das ist meine Vermutung, ich kann es nicht sagen. Bei einer Schule bin ich nicht einmal zu einem Gespräch eingeladen worden, obwohl ich das angeboten hatte. Es war ein bekanntes Gymnasium, ja, und beim anderen Gymnasium wurde ich zwar eingeladen, aber man hat dann davon Abstand genommen, dass man sich ja mal zusammensetzt und das gemeinsam vielleicht ein bisschen macht und dass ich einfach meine Expertise als Fachmann einbringen darf. Ja. Schade, aber letztendlich haben wir jetzt als Gesellschaft ein Riesenthema und müssen dieses Thema angehen. Das ist meine Überzeugung. Aber da kommt auch wieder nichts. Ich meine, was haben wir doch in Deutschland? Ein Robert-Koch-Institut, in der Schweiz haben wir das Bundesamt für Gesundheit. Das sind doch Themen, ja, die ganz oben auf der Liste stehen müssten, oder? Es gibt, also diese ganzen Zahlen auch, die habe ich nicht vom Robert-Koch-Institut. Da habe ich aufgehört zu suchen. Mhm. Das läuft dann wirklich über aktive Kollegen, Kolleginnen, die in den Gesundheitsämtern sind. Ein sehr lieber Kollege und auch Arzt für Männergesundheit. Er ist auch noch eigentlich Psychotherapeut und Psychologe in Dresden im Gesundheitsamt. Die machen das, die machen dort Screening. Da kommt jeder, der da reinkommt, bekommt nicht nur einen HIV-Test, sondern einen Chlamydientest. Mhm. Ja. Und da kommen die Zahlen dann auch teilweise her. Und das ist, und die sind ja jetzt auch schon wieder 10, 15 Jahre alt. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass das mittlerweile nicht mehr 60, sondern wahrscheinlich 70-75% sind. Und das ist erschreckend. Weil ich halt vor allem dann denke, wenn du dann 10 Jahre diese Keime in deinem Körper hast, bis du sagst, jetzt möchte ich eine Familie gründen, jetzt möchte ich Kinder zeugen, dann hat man eigentlich 10 Jahre versäumt. Weil diese Bakterien haben in unserem Körper nichts verloren. Auch nicht, wenn sie schlummern. Ja? Also die gehören raus. Ja. Wieder so eine wichtige Sendung. Hm? Gut, ich hoffe, wir können da wirklich ein bisschen die jungen Leute bewegen und auch alle Menschen bewegen, die auf der Familienplanung sind oder eigentlich schon verzweifelt sind innerhalb der Planung. Aber vielleicht auch wirklich die jungen Leute ein bisschen animieren, wieder dazu, sich dessen bewusst zu sein, dass man durch ungeschützten Sexualverkehr so schnell zu Träger wird. Ja. Und wir reden hier jetzt nicht immer über das böse HIV, ja, sondern eigentlich um etwas, was genauso unangenehm ist. Ja? Richtig. Und das ist... Ja, ich wünsche mir das sehr, dass die junge Generation einfach Verantwortung für sich selber, also es geht ja um meinen Körper, ich denke, das ist doch wichtig, ich möchte, dass mein Körper gesund ist, dass er optimal funktioniert und dann auch mir optimal helfen kann, dienen kann. Mhm. Es macht ja viel mehr Spaß, auch im gesunden Körper zu leben. Ja. Also es war jetzt nicht nur Sendung für Männer, muss ich sagen, das ist jetzt wirklich 1:1 für Damen und Herren ausgerichtet, diese Sendung, weil es betrifft ja beide. Ja, unbedingt. Danke ganz herzlich. Dr. Med. Michael Blessing aus Bad Wörishofen war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich hoffe, dass diese wichtige Aufklärungssendung auch wirklich dahin getragen wird von Ihnen allen, zu diesen Menschen, die mit diesem Thema sich einfach noch sehr jungfräulich begeben haben und noch nichts wissen und jetzt eigentlich zu Wissenden werden sollten. Ich glaube, wir sollten das auch allen unseren Kindern zustellen. Denn ich wusste es nicht, wieso soll es mein Sohn oder meine Kinder, meine Töchter auswissen. In dem Sinn, ich muss es denen einfach mal unter die Nase reiben und sagen, schaut euch das mal an. Ja, und ich glaube, das sollten wir alle machen. Und vielleicht noch was abschließen. Und dann, wenn man sich entscheidet, es zu machen, geht man, die Damen gehen wohin? Zum Gynäkologen, zum Chlamydentest. Ja. Und der Gynäkologe sagt auch nicht, wieso, warum und wieso. Die werden fragen. Die können schon fragen, ja. Aber man kann das ja ganz einfach auch sagen. Ich möchte sicher sein. Ich möchte es. Und gut, was ganz arg wichtig ist, das ist mir nur sehr wichtig, Alexander, es sollte definitiv ein PCR-Test sein. Bei den Damen? Und bei den Herren.
Es gibt so Schnelltests, die kosten 20 Euro bei uns, ja, 50% Trefferquote, kannst du vergessen. Also ich brauche eine über 90%ige Sicherheit. Auch die Antikörperbestimmung im Blut ist suboptimal, weil sie viel zu hohe falsch-positive oder falsch-negative Werte liefern. Und da ist die Gynäkologin nicht überfordert, weil ich sage, ich brauche einen PCR-Test zu Chlamydien. Also eigentlich, kein Problem. Nicht. Eigentlich nicht. Und die Herren gehen zum? Urologen. Wirklich? Ja. Also alle jungen Leute gehen zum Urologen und sagen, ich mache das, möchte das schnell wissen oder meine Freundin verlangt das von mir, das ist noch besser. Das ist die Frauen sind ja meistens da ein bisschen vernünftiger. He? Ja, also ein Urologe sollte das können und wissen. Und der macht auch nicht tausend Fragen, warum und wieso, sondern sagt, okay. Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. Gut, dann senden wir halt vorgängig die Sendung zu, was auch immer. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's für heute. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.